Katharina, du hast eben eine Session gestaltet. Du bist bei Bosch und bist dort mit internen Communities beschäftigt. Die Session war sehr spannend. Vielleicht sagst du uns ganz kurz, was machst du eigentlich bei Bosch mit den Communities? Was ist deine Aufgabe? Ja, ich bin bei Bosch Mitglied im Zentralprojekt Enterprise 2.0 bei Bosch und kümmere mich da um das Thema internes Community Management. Das heißt, wie können wir unsere interne Arbeitsweise so umgestalten, dass das Community-basiert funktioniert? Und vor allen Dingen, wie schaffen wir Awareness für die Rolle des Community Managers, für diesen Beruf, für diese Aufgabe? Wie können wir die ausbilden? Wie können wir uns drum kümmern? Wie können wir die anleiten, dass die Communities, die bei uns entstehen, und wir haben gerade knapp 18.000 da draußen, oder da drinnen auf unserem internen System, wie können wir es schaffen, dass die wirklich geschäftlichen Mehrwert liefern und die Leute lernen, damit zu arbeiten und die Art, wie sie arbeiten, tatsächlich umzustellen. Zwei Fragen dazu noch. Wie lange macht ihr das schon und wie viele Mitglieder sind insgesamt in den Communities bei Bosch? Also gestartet sind wir ganz offiziell letztes Jahr im September, ist das System aufgegangen für alle Bosch-Mitarbeiter. Davor haben wir knapp anderthalb Jahre eine Pilotphase durchlaufen, wo wir sehr, sehr viel analysiert haben und geschaut haben, was müssen wir wie anpassen, was funktioniert nicht. Mittlerweile ist es so, es haben theoretisch 240.000 Leute Zugriff auf dieses System. Davon sind knapp 150.000 aktiv in ungefähr 18.000 Communities, wovon nur 20% oder 21% ganz konkret auch geschlossen sind. Das heißt, 80% der Communities, die wir haben, sind offen oder moderiert. Und wenn du sagst 150.000 aktiv, wie messt ihr das? Wie oft sind die aktiv? Einmal im Jahr, einmal im Monat, einmal am Tag? Nein, also die Zahl habe ich aus den Metriken direkt rausgelesen. Das sind tatsächlich Unique Visitors in a Week. Also in der letzten Woche waren 150.000 im Schnitt aktiv auf diesem System. Das heißt, sie haben sich angemeldet und irgendwas dort getan. Wahnsinn, es klingt ja richtig großartig. Tanja, du machst auch mit. Was ist dein Job da? Ich bin der erste offizielle Bosch Corporate Community Manager, interner Community Manager, also nicht extern Social Media, sondern intern eben Enterprise 2.0 bei Bosch Connect. Ich bin für einen Geschäftsbereich zuständig, tue dort eigene Community Manager trainieren, ausbilden, sorge dafür, dass es ein Netzwerk gibt, eine Hilfe für die und habe natürlich auch eine eigene Community für einen ganzen Geschäftsbereich. Ja. So ein Highlight aus deinen Communities, die du so betreust, ist dir da was in Erinnerung? Ja, da wir dieses Enterprise 2.0 einführen, ist es etwas schwierig, die Leute zu motivieren. Es ist generell ein bisschen schwergängig, das ganze Projekt umzusetzen, obwohl es natürlich immer besser läuft. Es läuft jetzt auch seit einiger Zeit eben schon. Und mein größtes Highlight war, dass ich vor kurzem den ersten Geburtstag meiner Community gefeiert habe. Und es gab eine Online-Selfie-Party und die Leute haben wahnsinnig mitgemacht. Es sind so tolle Bilder aus aller Welt entstanden und dort eingestellt worden. Und man sieht echt, dass die Leute jetzt wirklich dieses Internet und Bosch Connect verstanden haben und Enterprise 2.0 anfangen zu leben. Und das ist mein größtes Highlight. Oh, klasse. Das klingt ja auch faszinierend. Sebastian, du machst externes Community-Monitoring und du hast eine besondere Art, mit einer Community deinen Job zu machen. Kannst du ein bisschen was drüber sagen? Genau. Also ich bin für das Thema Social Media Monitoring global für Bosch zuständig. Das heißt, ich sorge dafür, dass ein Tool, das wir evaluiert haben, innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche auf der ganzen Welt ausgerollt wird. Und dadurch, dass mein Netzwerk natürlich auf der ganzen Welt ist, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze in der Community abzuspielen. Das heißt, anstatt natürlich tausende E-Mails zu beantworten, ist das alles öffentlich sichtbar für ganz Bosch. Und das hilft natürlich, dass die Leute voneinander auch lernen. Weil wir haben natürlich schnell gemerkt, wir sind zwar sehr divers, also wir haben Power Tools, wir machen Automotive, aber für das Monitoring an sich, dieses Thema ist identisch. Das sind identische Use Cases und die Leute können einfach sehr gut voneinander lernen. Und die vernetzen sich natürlich dann auch in dieser Community. Das heißt, ich habe sozusagen die Rolle, die Leute zueinander zu bringen und natürlich Input zu liefern. Aber natürlich vernetzen die sich jetzt natürlich auch untereinander und es erleichtert einfach meine Arbeit, weil mein Thema wird dann auch von anderen getragen. Wie viele Menschen sind in dieser Arbeitscommunity, die du da so beschreibst? Also im Moment sind wir knapp 300 Leute. Wie gesagt, international auf der ganzen Welt und das ist schon relativ viel. Also wir haben auch 2012 angefangen. Da war das Netzwerk ein paar Mann groß und wie gesagt, jetzt sind wir bei knapp 300 innerhalb von knapp drei Jahren.
Mensch, klasse. Also es klingt ja richtig nach einer Erfolgsstory bei euch. Herzlichen Glückwunsch und weiter so und viel Spaß noch beim Community Camp heute hier. Danke fürs Interview. Danke.